zu Hause. Endlich daheim. Und was nun? Wir sind angekommen. Ich kann mich erinnern. Finale. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Großartig. Wir sind endlich zu Hause angelangt. Nee, mit Puki reden wir noch nicht. Erstmal hier. Bestellzwerg. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Zertrümmerung. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Oh. Hier war's nicht. Zwergenmörderin. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Oh. Gartenzwergmörderin. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Im letzten. In dem, der oben drauf steht. Der hier war's nicht. Auf den ich die ganze Zeit klicke. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ach du Schreck. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer das der war letzte, so klar. Den man ausprobiert. Ich klicke die ganze Zeit hier auf den einen Schlüssel, auf den einen Gartengnom und... Ja, Tür. Wir haben den Schlüssel. Das ist der falsche Schlüssel. Tür. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Ach du nein. Das gibt's doch nicht. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Das seht ihr ähnlich. Geh zu hinters Haus. Ja. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, ich freue mich doch an schon. Diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich dreinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Ja, Scherben. Er hat angefangen. Ja, Harvey, was siehst du denn davon? Guck mal, Harvey. Gartenzwerg-Gulasch. Oh, selbst als Scherbenhaufen ist er noch nervtötend. Mond. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Ja, Harvey und seine Verschwörungstheorien. Oh, Tisch, Stuhl, Schirm, Verandatür. Nach hinten. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Der Screen kommt uns bekannt vor. Hier hat Mattis aus Part 2 oder 3. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Mach noch ein 301 das rein. Noch mehr Löcher? Hier ist doch schon alles kaputt. Alles! Stimmt auch wieder. Kopf hoch, Edna. Wir bringen das wieder in Ordnung. Hier willst du nichts mehr kaputt machen. Nein, mir gefällt das Muster, wie es ist. Es erinnert mich an früher. Gut, Tisch. Hier habe ich früher immer Bilder gemalt. Ich mochte deine Alfred-Karikatur. Die, wo er nach Fliegen schnappt. Ja. Dem Stuhl unterschreiben. Die Dr. Marcel. Nein. Das ist Mattis Stuhl. Stimmt.
Hey, dahinter ist unser alter Salon. Die hatten einen Salon? Sehr gut. Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna bricht aus, besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrie-Lehrbuch oder Bildaufbau-Lehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse und dort sind die Gartenmöbel genauso blau und genauso schräg und genauso zugeschleimt. Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Sieht das nicht bei jedem so aus im Garten? Bei jeder Familie, also bei mir im Garten sieht das auch so aus. Bei meiner Wohnung. Ich habe ja nur eine kleine Wohnung. Bei mir, also bei den Eltern, bei der Wohnung sieht das genauso aus. Alte Stühle, die keiner mehr braucht und das ist die wir seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt haben. Das kennt doch jeder irgendwo. Wenn nicht bei den Eltern, dann bei den Großeltern. Irgendwo so eine Veranda mit ein paar ranzigen Plastikholzstühlen und das ist, ja. Regenrinne können wir nicht. Oh. Fass. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Myriaden? Immer mal Harvey noch damit reden lassen. Willst du baden, Harvey? Ich geht. Nein. Jute Podoschläger. Randale! Yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Alte. Marcel. Die gute alte Harvey. Randale. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Zu Hause können wir hier nicht mehr viel bekritzeln und kaputt machen. Stimmt aber auch. Geh in das Haus. Nein, geh nicht in das Haus. Tür. Disteln. Fenster. Ich kann mich doch daran erinnern, dass hier so ein kleines Fenster war, wodurch wir wahrscheinlich dann auch durchkommen. Mond. Beneidenswert. Er steht über allem. Harvey. Sieh mal, Harvey. Der Mond. Tür. Na komm. Zu. Wir haben den Generalschlüssel. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Schade. Harvey. Weißt du noch, Harvey? Durch diese Tür kam ich immer, wenn es Essen gab. Du bist manchmal extra vorher durch Matsch gelaufen, um Spuren zu hinterlassen. Psst. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Harvey. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Tja, Polostinger mit Fenster. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Tja, mit Topflappen. Morgen werde ich als allererstes die Fenster putzen. Was? Ja, bestimmt. Wir sind zu Hause, Harvey. Ich will es gemütlich haben. Ach, das ist doch schön. Gut, Disteln. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Vielleicht können wir die Disteln abschneiden. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Mit dem Podoschläger. Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Der Wald hat Dunsinane erreicht. War doch ganz bestimmt so ein kleines. So eine kleine Luke, durch die wir rein können. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Tja. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Wie schon gesagt. Ich finde es mir trotz der wenigen Stiche gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Drittel Tag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger.
Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Ja. Die Hintershaus, ja, Disteln, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Tja. Durch die Tür kommen wir auch gerade nicht durch. Nach vorn. Tja. Tür ist verschlossen. Hintershaus. Schuppen. Okay. Hier gibt es einen hübschen Schuppen. Ich habe ja schon zwei Screens weiter vorne gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit habe. Habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Ja, ist nun mal eine Sache, für die man sich gar nicht schämen muss. Wenn man Spieldesigner ist, kommt man bekanntlich überhaupt nicht mehr vor die Tür und sieht halt die Natur gar nicht mehr. Man hat eigentlich nur mit leblosen Dingen zu tun. Man lacht auch nicht mehr. Und das hat leider auch zur Folge, dass man gar keine Ahnung hat, wie Pflanzen eigentlich aussehen. Und deswegen zeichne ich halt in dem Hintergrund in der Hoffnung, dass Pflanzen so aussehen, immer diese geschwungenen Linien. Ich glaube, so sehen Pflanzen aus. Kommt mir fast ein bisschen bekannt vor. Ja. Bin zwar kein Spieldesigner, aber ja. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Eine weitere Tür, durch die wir nicht durchkommen. Oh, doch, wir kommen durch. Oh. Viele nützliche Geräte, die wir mitnehmen können. Schneeschaufel. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Hoi, 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 hoi. Spaten. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Aus der Anstalt. Den Spaten. Nehmen. Nice. Schneestaufel. Wir haben noch Herbst. Ach, dann nimm die Hake. Die gehört mir bereits. Ich hatte das andere auch. Rasenmäher. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Kettensäge? Hier gibt's Kettensägen. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Ach was. Zange. Handschuhe. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ich dachte, jetzt können wir uns die Handschuhe mit der Kneifzange anziehen. Das wäre doch ganz klassisch hier. Zange mit Handschuhen. Die Handschuhe helfen nicht gegen Zangenbisse. Aber diese kannst du Erkenntnis dir... hat Alfred 3 Fingerkuppen gekostet. Aber ich wollte mir doch die Handschuhe mit der Kneifzange, oder was war das? War das die Hose oder irgendwas kann man sich mit der Kneifzange anziehen? Und dann gab es dann Sprichwort. Rat. Das nehmen wir noch mit. Da fehlt noch was. Ja, nimm es mit. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Sentimentalität. Pur Sentimentalität. Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so, mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Hilfe an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Und meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandburgen überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nach, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es.
und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Er war das schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen.